Doch was sagen eigentlich die Österreicherinnen und Österreicher zu dem Video? Ist die Aufregung berechtigt? Paul Mayer hat nachgefragt. Es kursiert derzeit ein Video, wo Bundeskanzler Karl Nehammer mehr oder weniger sagt, arme Leute könnten noch zu McDonald's gehen, wenn sie sich kein Essen leisten können sonst. Was sagen Sie dazu? Also ich finde allein nicht die Aussage eine Katastrophe. Also McDonald's soll sicherlich, man soll ja mal zwischendurch einmal sein, aber nicht ein gängiges Essen, abgesehen davon, dass da keine Kalorien und nichts drinnen ist. Ja? Und ich denke mir, man sieht halt die Gesinnung unseres Kanzlers, in welche Richtung es gehen soll. Ja? Also ich finde es eine Frechheit, sowas. Ja? Es geht schon ein bisschen auch vorbei an dem, was die wahrscheinlich denken. Aber ich muss auch sagen, dass das schon auch an den Eltern liegt, dass man das Geld so verteilt, dass die Kinder genug zum Essen kriegen. Also ich glaube nicht, dass es wirklich gar kein Geld dafür gibt. Es ist ja nicht so, als ob McDonald's dann auf einmal soziales Essen ist, was günstig ist oder nahrhaft. Also hochnäsig, ne? Ein bisschen so, ja, wenn ihr kein Brot habt, geht doch Kuchen essen. Was ist los mit euch? Er sollte für die Bevölkerung da sein und nicht in irgendeine Kneipe saufen und dann irgendwas sagen. Wenn man für die Kinder was Schlechtes machen möchte, dann ist es sicher eine gute Aussage. Er hat auch gemeint, dass viele Menschen in Teilzeit mehr arbeiten könnten, um der Armut zu begegnen. Finden Sie das ein guter Tipp? Klar, am besten wir arbeiten alle noch mal ein bisschen mehr und holen uns noch einen dritten Job, wenn es nicht reicht und die Sozialsysteme das nicht packen. Ne? Also es liegt ja alles bei uns. Da gibt es keine Verantwortung von irgendwem anders. Also da ist ja keine staatliche Verantwortung so. Weiß ich nicht. Muss man selber entscheiden, aber so geht sozial nicht, ne? Oder Gleichberechtigung oder Teilnahme oder Chancen geben. Es gibt doch auch viele junge Leute, die sagen, ich arbeite jetzt nicht 40 Stunden, obwohl ich das eigentlich könnte, sondern nur 30 Stunden, weil es bequemer ist. Bis zu einem gewissen Grund muss man aber auch sagen, dass vielleicht Leute, wo die Kinder noch betreuungspflichtig sind, dass die auf jeden Fall betreuen müssen, wenn es jetzt keinen Platz gibt oder wenn sie nicht die Möglichkeit haben. Und dass die dann vielleicht nur Teilzeit arbeiten, ja. Es gibt viele, die können zum Beispiel nur Teilzeit arbeiten. Ja, wenn ich jetzt denke an alleinerziehende Mutter, ich war auch eine alleinerziehende Mutter, es geht oft gar nicht anders. Und wenn man sich dann noch die Dienstzeiten anschaut, wie man jetzt, weiß ich nicht, beim Billa oder so arbeiten dort, ja, da hat man bis 20 Uhr Dienst. Bis dahin hat man aber keinen Kindergarten. Also ich glaube, da fallen so viele Sachen rein. Ja? Also ich glaube, dass die Kritik, ob es valid ist oder nicht, ihm einfach nicht zusteht und dass das Problem viel tiefer liegt. Und warum die Frauenpension allgemein so gering ist, wenn die Frauen vorher mehr oder weniger gedrängt werden in Teilzeitjobs, da wäre auch von der Politik einiges zu machen.